Einfach nur eine. Dein Name ist wirklich Sid? Yep. Short for Sidwell. But no one calls me that. Ja, kurz für Sidwell, aber niemand nennt mich Sidwell. Klingt nett. Sitzsamen. Sitzsam, haha. Das klingt echt nett. My Aunt Ruth insisted on it. Thinks it's cute. Cute and memorable. Anyway, I gotta run. Süß und denkwürdig, also erinnerbar. Leicht zu merken. Wie auch immer, ich werd los. Düsen. Mackenzie and Sons. Foxy Burger. Once I got punched by a guy in a fedora who then puked all over my new code. Ah, the memories this place brings. Okay. Ich wurde einmal von einem Typ mit einem Hut geschlagen und dann hat er mir über meinen komplett neuen Anzug drüber gekotzt. Ach, die Erinnerungen, die dieser Ort mit sich bringt. So. Wie war das? Garbage Bin. Na, Garbage Bin. In Adventuren ist es immer eine gute Idee, im Müll zu wühlen. Ah, sieht so aus wie Socken. Boxes. Ah. Ein Ticket für die Bite. Danke, Trash Bin. So, dann reden wir mal mit Bo. Bevor wir das tun, okay, reden wir mit Bo. Hallo, mein Freund. Willst du ein paar neue Nachrichten? Na sicher. For half you, you can read them all with your own eyeballs. Für einen halben Loon kannst du sie alle mit deinem eigenen Auge lesen. Na gut, hier, hast du. Was ist die Schlagzeile heute? Front page, Grade Ape Parade, Preparations underway. Celebration starts Friday. Danke, danke. Wir sehen uns. So. So früh. Zurück. Hey Bo, ich hatte gehofft, du könntest mir ein bisschen helfen. Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich beschäftigt. Ach, dauert nur eine Minute. Ich würde gerne einfach auf deinem Pressestand hochklettern. Absolut nicht. Du könntest... weißt du, wie viel Zeit und Aufwand es kostet, um diesen Stand in einem guten Zustand zu halten? Ach komm schon, Bro. Ich brauche das für Arbeit. Was, wenn ich dir irgendetwas zurückgeben könnte? Was, wenn ich dir etwas als Gegenleistung bieten könnte? Jetzt, wo du es erwähnst, vielleicht könntest du mir mit einem kleinen Problem helfen, das ich hatte. Ja, ich habe schon Angst zu fragen, aber was denn zum Beispiel? I need that Pickerhawker. The one with the seeds. Of Granville. Can you do that? Das Kind vor dem Kleiderladen? Genau der. Der verdammte Ding ist fast jede Nacht hier.
Warum stört es dich so sehr? Nun, diese Trödler da, die interessieren Rechnungen nicht, Zulassungspapiere. Also können sie wirklich billig verkaufen. Und halt so ehrliche Geschäftsmänner wie mich untergraben, diese Kriminellen. Hawkers? Du weißt schon, so Trödler halt. Und so weiter. Die Polizei ist doch gerade um die Ecke. Ich habe schon versucht, sie zu melden. Aber jedes Mal, bevor der Polizist da ist, sind die Leute natürlich weg. Sie haben schnelle, dünne Beine. Also, kleine Beine. Okay, lass uns zurückgehen zu, dass wir den Stand klettern. Ja, ich mag's nicht wirklich, aber okay, ich werde zumindest mit ihm reden. Hey du, hey Sid. Ah, willst du noch ein bisschen mehr? Hey Sid, nicht wirklich, ich hab so einen... What's up? Erinnerst du dich, wie ich gesagt habe, dass ich auf die Dächer muss? Ja? Ich denke, ich habe einen Weg gefunden, aber ich brauche deine Hilfe. Schätze, ich kann es versuchen. Was brauchst du von mir? Du müsstest Granville verlassen, zumindest für eine Nacht. Du kannst doch deinen Laden ganz einfach rumschieben, oder? Ja. Das ist einer der Vorteile, den man hat, wenn man auf Rädern sind. Kannst du den Laden vielleicht aus Granville rausschieben, zumindest für heute Nacht? Das Ding ist, ich muss diesen Pressestand klettern. Oh, Junge, ich weiß nicht, wo das hinführt. Er hat dich noch was gefragt. Wie passe ich da rein? Nun ja, ich soll dich aus Granville vertreiben. Naja, Bo ist ein Bigger than Ray. Ich hasse es, seine schmutzige Arbeit zu machen. Aber ich brauche leider seine Hilfe. Okay, sei ehrlich mit mir und sag mir, warum du auf das Dach musst. Ich würde nicht fragen, wenn es nicht ehrlich ist. Jeder hat irgendwas Wichtiges. Das ist wie bei mir, weißt du? Okay, hör zu. Ich bin Privatdetektiv. Ich verfolge eine heiße Spur, aber ich muss halt aufs Dach, um mit der Investigation weiterzumachen.
Und um auf das Dach zu kommen, brauchst du. Genau, und der wird mir einfach nur eine Hand geben, wenn ich dich von Granville vertreibe. Der hat es nicht wirklich spezifiziert. Also, und du musst mich hier für immer wegschmeißen? Hat es nicht wirklich spezifiziert. Könntest du einfach nur für heute Abend außerhalb seines Sichtfelds sein, bitte? Was auch immer. Ich schätze, ich nenne es jetzt mal eine Nacht. Also die Redewendung für okay, ich lasse fürs heute gut sein. Aber du schuldest mir was. Danke und sorry für die Unangenehmlichkeiten. Pass auf dich auf, Kind. Well, what happened? Und er hat zugestimmt, dass er Granville für eine Weile meiden wird. Agreed? He was, ja, das habe ich mir eigentlich fast gedacht. Ich wollte nur wieder freundlich sein. Naja. Viel mehr Psychologie zu dem Spiel, als ich befürchte. Agreed, he was most likely lying, you know, and will be back tomorrow. That's not what I wanted. You're useless. Zugestimmt? Wahrscheinlich hat er gelügt, weißt du? Und wird morgen zurück sein. Das war nicht das, was ich wollte. Du bist nutzlos. Get him off Granville. I did what you ask. Schmeiß ihn aus Granville raus. Das ist das, was du gefragt hast. Ach, come on, Bo. Just let me climb your damn stand. Na komm schon, Bo. Lass mich einfach nur diesen bescheuerten Pressestand hinhochklettern. Also ziehst du dich aus dem Deal zurück? Und ich hatte gedacht, du bist einer von der ehrlichen Sorte. Oh, das könnte zünden bei ihm. Nein, ich ziehe mich nicht zurück. Aber ich werde fürs nächste Mal besser wissen, dass ich dich nicht auf den Arm nehmen darf. Danke. Okay, wir klettern da hoch. Und wir klettern da hoch. I'm the king of the world. Take it, Foxy Burger. Ich bin der König der Welt. Nimm das, Foxy Burger. Wow, was für eine Aussicht. Ich habe gerade gar nicht gesehen, wo es wie hingeht. Okay, wir klettern noch mal da hoch. Und wir klettern da hoch. Wish I could just stay here. If only pigeons could accept me as one of their own. Ich würde wünschen, dass ich hier einfach bleiben kann, wenn einfach nur die Tauben mich als einer von ihnen akzeptieren würden. Grüner Bastard, du bist wohl besser hier. The Bite.
Teapot. Parsley Brew, also known as Anti-Baby Potion. Yup, bites definitely a brothel. Okay, irgendein Gebräu, das auch als Anti-Baby-Mittel bekannt ist. Yup, das Bite ist definitiv ein Bordell. Das muss der zweite Stock vom The Bite sein. Vielleicht finde ich hier irgendwas Nützliches, was mich zu Mr. Green führt. Taking time off, Rose? Give me a call. Miss you. Okay. Take a minute to clean, Rose. Okay. Mirror table. Some honey for your tea. Mom swears by it, Greg. Eine Notiz. Ein bisschen Honig für deinen Tee. Mutter schwört auf dieses. Greg. Okay. Wir öffnen die Tür und schauen mal raus. Open door. Okay. X, um zu ducken. Feinde hören dich nicht, wenn du duckst, und sehen dich nicht, wenn du hinter dunklen Objekten bist. Green muss in einem von... Ja. Wer hat das nächste Mal nicht geschnappt? Ah, okay. Okay, Green muss hinter einer von diesen Türen sein. So, da vorne ist wahrscheinlich wieder ein Ding. Okay, der ist gerade alarmiert. Ist ein bisschen tricky mit diesen 2D. Ja, ich denke nicht, dass er... Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. So. Haben wir hier unten? Shit, I missed him. He just been here. I can't smell the monkey butt. Maybe he left something behind that could help Odette. A green tie is stuck behind the frames. What if I budge it? What the? A secret lift and Green went in there? I wonder what's on the other side. Verdammt, ein geheimer Lift. Green hat. Da ist ein grüner Hut. Kräuter. Das muss Monkey Butt sein. Um ehrlich zu sein,
denke, es ist etwas ein bisschen schmutzigeres oder bösartigeres als Kräuter. Und Junge, stinkt das. Ich könnte auch einfach ein die Chance greifen, reingehen und einen Knopf drücken. Den Kumpel finden und vielleicht sogar etwas mehr Aufregendes. Dieser Club versteckt definitiv etwas. So. Ich weiß nicht, ob das richtig war, aber wir machen es jetzt einfach. Wir kriegen wahrscheinlich Ärger. Neue Aufgabe. The Bite. Private Room. Furnace. Of all the things I expected to find on the other end of that lift, a furnace was beyond my wildest guess. Just what in the fringe are they burning here? Are these clothes? Von all den Dingen, die ich erwartet hätte. Am anderen Ende des Lifts ist eine Verbrennungsanlage, das. Das, was ich mir am wenigsten hätte vorstellen können. Was zum Geier verbrennen Sie hier? Sind das Klamotten? Naja, Sie verlieren halt Leute. Im Prinzip. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Otter nicht mehr am Leben ist. Okay, wir gehen raus. Ein Kühlraum. Wollte Green ein Ding? Wir schauen hier mal das an. Grav, if you're gonna swipe stuff for the girls, you need to make a note or you mess up the inventory. Greg, wenn du Zeug für die Mädels zusammenwischen willst, dann musst du eine Notiz machen. Oder du wirst das Inventar verunstalten. So, Intercom. It's an intercom connected to other rooms in the building. There is a list of extensions close by. Dial packaging, dial freezer, dial bar. Leave. Wir schauen uns die Tür an. Geschlossen, aber die Ding ist weit offen, die Luke. Ach komm schon. Oh, hier gibt es ein Intercom. Da gibt es eine Tür. Da gibt es einen Lift. Die Kontrollen sind. Okay. Ich habe das Mädel nicht gesehen. Ich habe die Rose nicht gesehen. Das ist ein bisschen doof. Ich wollte eigentlich die Rose wirklich eine Notiz da lassen oder sowas. Dial Packaging. Dial Kitchen. Okay. Dial Kitchen. So. Da
Okay. Dann können wir noch mal reingehen. Verdammt, ich hatte jetzt gehofft, ich könnte die Tür öffnen. So. Wir machen... Okay, wir benutzen nochmal Intercom. Hier rufen wir mal Packaging an. Nobody picks up. Bar. Hey boy. Greg, bist du schon wieder im Freezer gefangen? Yep. Für... Zum Affen. Ruf die Küche an. Irgendjemand wird die rausholen. Okay. Dial Freezer. It's the same intercom you're using. Dial Kitchen. So, also, es bleibt nichts anderes. Greg, stuck in the freezer again. Hold up, I'm coming. Okay, wir gehen wieder raus. Okay. Ah. Geh nochmal weg. Ich gehe hier hin und ich mache hier nochmal den da. So. Dial Kitchen. Stuck in the freezer again. Hang up. Wir öffnen die Tür. Ich versteck mich hier. Öffne die Tür nochmal. Ach, ich kann da lang. Zwei Köche kochen. Ich sollte nicht geschnappt werden. Okay. Ach, ich bin doch doof. Intercom. So macht es mehr Sinn. Ich hätte... Okay. Also. Vielleicht kriegen wir es jetzt auch hin. Dial Kitchen. Greg. Hang up. Ducken. Hier durchgehen. Das habe ich vorher nicht gewusst, dass man das kann. Okay. Das heißt, wir laufen hier hinten hin. Dann machen wir den Mixer an. Und dann gehen wir durch die Tür. So.
Wir schauen uns den Locker an. Gregory, could you maybe keep your papers to your locker? Maybe. You. Here's family favorite, bla 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 bla. So. Note. Greg, keep turnkey downstairs, bring your station. By your station. Code lock. Okay, da können wir nicht. Acht drei achtzehn sind die Nummern, die ich sehe. B. Okay, und hier gibt's. Okay, dann würde ich immer sagen 8 3 18 8 1 8. Okay. Das ist nichts von dem, was ich jetzt gerade gerne hätte. So, Apes Delight. Also wir haben da eine 18. Ah, wir haben eine 64. Admission. 6418 oder 1864. Das könnte gut sein. Ah, warte mal, da unten ist ja. Hahaha. Da unten ist ja so eine Karte. So, und wenn ich die extrapoliere, ich lege das eine auf die 64, und das wären ja 4 Ziffern. Wo lege ich die drauf? Also wir haben da so eine Lochkarte. Habe ich eine Maus da? Maus? Ja, wir haben hier... Okay. Also jetzt natürlich super. Okay, ich habe nicht verstanden, was das soll. Deswegen. Okay, also irgendwas mit Rot. Oh Gott. Okay, ich sehe meinen Mauszeiger gerade nicht. Da ist er. Und da oben, okay, da haben wir irgendwas mit einem Kreis. Also, okay, das bedeutet, ich hole mir mal einen neuen Zettel. Also, wir haben das Karo, wir haben den Kreis, wir haben die Raute. Und wir haben das Dreieck. Das gibt mir die Reihenfolge. So. Okay. Dann ist nur die Frage, wo muss ich das hinlegen? Wir haben das Dreieck.
Also, wir packen den ganzen Scheiß mal überall hin, bloß nicht dahin, wo es hin muss. So. Also, ich habe ja unterschiedliche Folien. Es ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich das verpeilt habe, dass ich nicht wusste, weil ich habe den Cursor nicht gesehen. Also man sieht den Cursor nicht. Man sieht ihn nur, wenn man den drückt. Ich hätte eigentlich erwartet, dass ich jetzt ein Muster habe, auf das ich einmal mein Muster auflegen muss. Okay. Also das wäre die 1. Ah, okay. Es gibt unterschiedliche Folien. Und die 1 wäre... Es ist noch nicht so wirklich klar, was für ein A war. Oder VA. Okay, auf jeden Fall haben wir eine... Als Ziffer haben wir eine 1. Das passt nämlich exakt da drauf. Okay. Gut. Als Ziffer haben wir eine 1. Das heißt, ich schieb dich mal darüber. Und, nein, nicht dich, sondern dich. Auch dazu. Okay. Dann hätten wir noch dieses Foto. Dafür brauchen wir die nächste Folie. Ah, wir haben einmal eine Karte. Ah. So, dann kann man die nämlich hier hin tun. Dann haben wir für die Raute. Die Raute ist die 5. Mit der Queen funktioniert der Spaß nicht, weil da halt nichts rauskommt. So. Das funktioniert nicht. Das könnte funktionieren. Das ist es. Ja, genau. Das heißt, das Dreieck, so würde ich das sehen. Weil es innerhalb des Dreiecks ist, ist die 0. Und wie gesagt, jetzt gibt es noch eine Karte. Das ist die 4, das ist der Kreis oder so. Vier. Aber. Da habe ich ja erstmal nur... Ah doch. 1504. Genau. Aber das hier könnte jetzt die 4 sein, dann könnte das die 1 sein, wenn das die 4 ist. Also 4-1 oder 1-4. Die Raute war die 5, das ist klar, und das Dreieck ist für mich die 0. Also 4-1-5-0. Gut, dann können wir hier wieder raus und dann hier mal probieren. 4-1-5-0. Okay, dann sagen wir noch 1-4-5-0. 5-1-4-0. 0-5-1-4.
Habe ich da jetzt sowas falsch gemacht? Das kann ja nicht sein. Okay. Wir inspekten nochmal den Locker. Also die Raute ist 5. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dieser komische Kreis. Okay. Das hier ist das Schienennetz. Da wollen wir halt wirklich eine Deckung haben. So. Dann ist es 0. Das könnte der Kreis sein. Der Kreis könnte die 0 sein. Wenn wir da oben den Kreis sehen. Ich muss mal... Nee, hier ist nichts. Ich will es ja ungefähr decken. Abdecken. Also ich sehe jetzt hier oben halt auf dieser komischen Karte sehe ich einen Kreis. Mich würde halt mal interessieren, was diese Linien sollen. Wir können jetzt natürlich auch sagen, okay. Das hier ist das Karo. Dann wäre das Karo 0. Also dann hätten wir 0. 4. 5 und 1. Da können wir ja eigentlich mal die... die Karte drunter nehmen und mal gucken. Die schieben wir hier so drauf. Das ist A, das sieht mir alles sehr nach Dreieck aus. Sieht, ah ja, da oben ist ein Dreieck. Alles klar. Oder es ist eine Raute. Bei Raute habe ich ja jetzt auch noch nirgends. Wenn ich dich jetzt ein bisschen verschieb, ne, nicht dich, sondern dich, auf die 80 deine Raute? Nee. Also A und V klingt für mich nach einer Raute. Oder nach einem Dreieck. Fünfer Karo, ich bin noch doof. Okay, das wäre dann 0451. Das wäre dann 0451. Null, vier, fünf, eins. Gut. Und da hätten wir Licht. Oh, mein verdammter, was? Okay. Also, Green ist tot. Und ich muss mich verstecken. Schauen Sie mal an. Oh Mann, wo habe ich mich da reingebracht? Grün ist tot. Jemand kommt, schnell, ich muss mich verstecken.
Okay, da sind Pakete, wir schauen sie uns an. Wir schauen uns aber vorher die Objektive an. Die Objectives, die Aufgaben. Jeremy Green. Ich habe Mr. Green getroffen, er ist tot. Sie werden ihn zerfacken. Sie werden ihn auf jeden Fall schlachten, hier im Keller von The Bite. Fuck, was werde ich Odette erzählen? Delivery Order, Bite Foods LLC to Springside Unlimited. Die zerstückeln die und verkaufen die als Fleisch. Key. Der Turnkey. Vielleicht schaffe ich es hier sogar lebend raus. Wie gesagt, was mich ein bisschen ärgert, ist, was mich ein bisschen ärgert, ist, dass ich der Rose nicht irgendwie eine Nachricht hinterlassen habe oder so. Loading. Also, dass ich die Tische da oben nicht richtig inspiziert habe. Das ärgert mich ein kleines wenig. Okay. Wir nutzen den Lift. Da ist der Ausgang. Da sind wir da. Und da hauen wir ab. Chillige Musik. Ich hätte jetzt irgendwie eine Sequenz erwartet oder sowas. Der Screen bleibt schwarz. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sein soll oder ob es nicht so sein soll. Ich drück mal A. Okay, ich glaube eigentlich nicht, dass es so sein soll, aber ich bin genauso gespannt wie ihr. Also ihr habt wahrscheinlich längst ausgemacht. Hallo, 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 hallo. Okay. Ich drücke Escape, ich drücke Menü. Okay, das war mein Vibrationsgedönse. Okay, das war wahrscheinlich der Prolog von Backbone. Vielleicht wäre da irgendeine Sequenz gekommen oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich bedanke mich an dieser Stelle jedenfalls für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Hoffe, wir sehen uns vielleicht in einem nächsten Projekt mal wieder. Bis dahin. Cheerio mit O. Und man sieht sich oder so. Ciao.